Ja, gegen 9 Uhr kam es hier auf der B61 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Hameln ist hier mit seinem Kleintransporter auf der B61 in Richtung Suling gefahren, als er plötzlich und aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen ist. Er ist in der Folge gegen einen Baum geprallt und wurde in seinem Auto schwer eingeklemmt. Die Feuerwehr war hier vor Ort und hat den Mann befreit. Der Arzt hat eben mitgeteilt, dass er zwar schwer verletzt ist, aber zum Glück stabil ist. Er ist in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Ja, gegen 9.10 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Suling mit Lindern zusammen zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der B61 alarmiert. Beim Eintreffen hat sich die Lage so dargestellt, dass ein Pkw gegen einen Baum gefahren ist und der Fahrer im Brustbereich zwischen Lenkrad und Schaltsäule eingeklemmt war. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wurde dann eine patientenorientierte Rettung durchgeführt. Das heißt, es wurde von hinten eine zweite Zugangsöffnung geschaffen und dann von dort mittels Spreizer und Schere der Sitz entfernt, sodass der Patient dann mit einer Schaufeltrage über den Rettungsdienst aus dem Fahrzeug geholt wurde.